Verdammt, wenn mein Vater mich hier sieht. Dann weiß er eben, dass du hier bist. Halb nackt und noch dazu mit dem Mann, mit dem ich sonst nur streite. Ach, du schämst dich, süß. Herr Heinemann! Du kannst ja aus dem Fenster springen. Ja, Herr Sonnbichler! Ist die Marie bei Ihnen oben? Sie sind ja schon fertig. Ich hab's doch schon mal getestet. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Was wollten Sie denn von Marie? Nix. Ich habe nur gedacht, die wäre hier. Also natürlich nicht hier bei Ihnen. Das wäre ja... total abwegig. Genau. Also ich muss schon sagen, Respekt, Respekt. Ruckzuck aufgebaut. Sie haben wirklich alles im Griff. Aber Sie können mich doch nicht einfach von einem Tag auf den anderen einfach so verlassen. Doch, kann ich. Patasch, ich verstehe ja, dass Sie wütend sind, weil ich mich über Ihren Bruder mokiert habe. Ich bin nicht wütend. Ich finde Ihre ständigen Sticheleien einfach nur unpassend. Aber wir sind einmal gut miteinander ausgekommen. Das ist Ihre Version. Ich habe Ihnen in vielen Dingen freie Hand gelassen. Ich war mit Ihrer Arbeit äußerst zufrieden. Schade, dass Sie das meistens für sich behalten haben. Ach, Sie wollen, dass ich Sie öfter lobe? Das ist überhaupt kein Problem. Da fallen mir tausend Sachen auf einmal ein. Sie sind blitzgescheit, haben hervorragende Umgangsformen. Ihre Arbeit habe ich bereits gelobt. Herr Seifert, bitte. Ach, sind es meine Launen? Ich entschuldige mich hiermit für alle meine Wutausbrüche und gelobe Besserung. Nein, das ist es nicht. Was ist das Geld? Wollen Sie mir eine Gehaltserhöhung? Nein, will ich nicht. Herr Seifert, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig am Ende. Ich bin müde. Ich bin einfach nur noch müde. Dann nehmen Sie Urlaub. Meinetwegen 3 Wochen am Stück. Aber bitte gehen Sie nicht. Sie wollen wirklich, dass ich bleibe? Ja, selbstverständlich. Mein Gott, ohne Sie. Und wem soll ich da meine schlechte Laune auslassen? Vielleicht an meinem Bruder? Nein, der ist immer so nachtragend. Aber ernsthaft, bitte, ich war mit Ihrer Arbeit immer äußerst zufrieden und ich würde es sehr bedauern, wenn Sie uns verließen. Ich muss zugeben, mein Entschluss ist ziemlich spontan. Ja eben, dann vergessen wir ihn einfach. Es tut mir leid. Es ist einfach Zeit für etwas Neues. Oh mein Gott, kann es eigentlich eine neue Wohnung sein, ein neuer Freund, eine neue Frisur? Nein. Und ich bin sehr froh, dass ich endlich diesen Entschluss gefasst habe. Ja, ich muss schon sagen, es fühlt sich wirklich sehr stabil an. Nicht ganz so wild, Herr Sonnbichler. 3 Schrauben fehlen noch. Ach, gut, dass Sie mich daran erinnern. Deswegen bin ich ja da. Die hatte der Ben versehentlich eingesteckt. Wo fehlen die denn? An der Verstrebung da unten. Ah. Dann mache ich die gleich rein, ne? Halt! Ihr Rücken. Ja, aber das schaffe ich aber gerade noch. Nein, nein, wirklich, ich mache das schon. Ich habe damit angefangen, dann mache ich es auch zu Ende. Sie werden ja sicher schon im Hotel erwartet. Ja, das stimmt. Und außerdem, wenn das Ding zusammenkracht, kann mir die Hildegard nicht die Schuld geben. Ein Riesenvorteil, wenn Sie mich fragen. Ja. Ach, wenn ich Marie zufällig sehe, soll ich ihr was ausrichten? Reden Sie wieder miteinander. Ja, reden. Aber so schlimm ist es auch nicht. Sie meinen, so schlimm ist sie auch nicht, oder? Tja, das haben jetzt aber Sie gesagt. Ja, zugegeben, die Marie ist ab und zu ein bisschen hitzig. Ja, wie ihre Mutter halt. Aber ich für meinen Teil, ich mag das. Gibt nichts Schlimmeres als langweilige Frauen. Ja, ich sehe schon, wir verstehen uns. Ja, wir sehen uns dann später. Jetzt vorläufig mal vielen Dank, ja? Gut, keine Ursache. Servus. Servus. Freut mich, dass ihr so ein nettes Männergespräch hattet. Dein Vater ist ja auch nett. Im Gegensatz zu seiner Tochter, oder wie? Deine Bluse ist falsch geknöpft. Ich muss verrückt gewesen sein, total verrückt. Ich fand's auch toll. Was stoßen wir denn heute an? Auf unsere letzte Nacht in diesem unpersönlichen Gästezimmer. Noch eine Woche länger und ich hätte klaustrophobische Anfälle bekommen. Mhm. Ich fürchte, ein paar Nächte wirst du es hier noch aushalten müssen. Mhm. Wir haben keine Möbel.
Alles, was ich brauche, ist ein großes Bett. Auch ein großes Bett, Herr Lenny. Aber was man nicht hat, das kann man doch kaufen. Ja, wenn man die Zeit dazu hat. Die kann man sich nehmen. Du vielleicht, aber ich nicht. Ach, komm schon. Dazu, Victoria hat gekündigt. Ehrlich, warum das denn? Ging ja schon seit längerer Zeit nicht gut. Sie braucht eine Auszeit von dem ganzen Hoteltrubel. Dann bist du jetzt der einzige Geschäftsführer. Darauf trinke ich. Du bist Boss eines 5-Sterne-Hotels. Das klingt schon gigantisch. Also, Herr Saalfeld, das ist sehr, sehr sexy. Das bedeutet nur, dass ich jetzt noch länger im Büro sitzen werde. Das bedeutet, dass du einfach die unangenehmen Arbeiten delegieren musst und dann hast du mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Wie zum Beispiel ein Bett kaufen. Du sagst es. Warum machst du das nicht? Ach, ich habe schon was anderes zu tun. Ich muss mich schließlich um unsere Party kümmern. Welche Party? Na, unsere Einweihungsparty. Rosalie, ich finde deinen Enthusiasmus klasse. Ja, wirklich, aber ich, ehrlich gesagt, wird mir das ein bisschen zu viel. Na gut, dann mache ich eben alles. Bett kaufen, Party organisieren und alle Leute einladen. Zufrieden? Ich verstehe es ja selbst nicht. Hab ich's doch geahnt. Von wegen, du kannst ihn nicht leiden und würdest ihn am liebsten auf den Mond schießen. Ja, nachdem was auf Thalheim passiert ist, da dachte ich das ja wirklich, aber... Du konntest ihm nicht widerstehen. Emma, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber ja, es ist einfach passiert. Weil du verliebt bist. Verliebt? Puh, ich weiß einfach nur, dass ich gar nichts mehr weiß. Ja komm, aber irgendetwas musst du ja fühlen. Herzklopfen, Bauchweh, Ärger, Chaos. Ich wünsch, bei mir wäre das so einfach wie bei dir. Hey, wer sagt, dass bei mir irgendetwas einfach wäre? Zum Glück ist mein Vater reingekommen, sonst hätte ich wahrscheinlich noch mit Nils geschlafen. Im Bett deiner Eltern, wie romantisch. Nils. Und? Bin im Hotel, muss dir dringend etwas sagen, Nils. Na, worauf wartest du noch? Ich habe die Anträge für meine Mutter völlig vergessen. Was? Welche Anträge? Für einen Gemeinderat. Ich sollte für sie beim Bachmeier vorbei. Also ein Mist. So ist das, wenn man verliebt ist, da ist für nichts anderes im Kopf Platz. Okay. Ich hol bloß noch schnell meine Jacke aus dem Personalraum und dann komme ich. Hildegard, ich hab was für uns. Du, ich komm doch gleich. Hildegard, jetzt komm halt kurz her, bitte. Komm schnell. Ich kann kaum noch stehen, Alfons. Und schnell kann ich heute schon überhaupt nichts mehr. Was ist denn? Na, was sagst du? Wo hast du denn die her? Ja, gekauft. Für unsere erste Nacht in unserem neuen Bett. Mein Mann wird romantisch auf seine alten Tage, ne? Ja, für eine gute Ehe muss man sich immer was Neues einfallen lassen. Steht in jeder guten Frauenzeitschrift. Wem sagst du das? Quiche Lorraine und Apfeltasche. Sag einmal, sind wir nicht ein perfektes Team, ha? Alfons, Mai, was ist denn mit dir? Ja, ich freue mich heute so über unser neues Bett. Ein neues Bett ist wie ein neues Leben. Ein neues Bett. Alfons, Mai, so sag mal, hoffentlich kracht es nicht zusammen, nachdem wir es so schwer aufgebaut haben. Du, da brauchst du gar keine Sorgen machen. Der Heinemann hat es sicher gut gemacht. Du, apropos. Was war denn mit der Marie? Hast du es nur verhindern können, dass die sich gegenseitig an die Gurgel sind? Du, die war anscheinend schon wieder weg. Ich glaube, die hat gar nicht mitbekommen, dass der da ist. Puh, Gott sei Dank. Hildegard, ich glaube ja, dieses Aufbrausende, das hat's von dir. Aha. Und ich glaube, den Dickkopf, den hat's von dir. Ist eine gute Mischung. Wollten Sie nicht was im Personalraum holen, Frau Sonnbichler?